So Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal ein kurzes Bild über die Badger. Ich denke mal, die wird jeder kennen, der schon Top-Tiers hat oder Neuner fährt. Da hat man die ein oder andere Badger bestimmt schon mal über seinen Weg laufen sehen. Ja, einer der stärksten Mediums eigentlich mit, so. Wenn er noch im Urzustand wäre. Meiner Meinung nach schon auch sehr abgeschwächt jetzt. Panzerungstechnisch, Badget, Pappe, kennt jeder. Brauchen wir nicht drüber reden. Die 100 mm unten am Turmring, ja, nicht erwähnenswert. Aber die Badget kann ja auch mal gerne ihre Autobounce-Winkel einbringen mit ihrer 70 mm Frontwanne, die schon recht steil ist. Da kann mal wirklich ein bisschen was bouncen oder am Heck. Mir selber schon so gegangen, Kinderwerfer, also FVB 183 gespielt, eine AP drinne gehabt und am Heck von der Badget gebounced. Alles ist möglich, nichts ist unmöglich. Also WOT macht schon die krassesten Sachen. Jeder von euch wird wahrscheinlich so eine Geschichte mal mit einer Badget erlebt haben, wo man sich nur denkt, Alter, der Typ hat mehr Glück als Verstand. Aber naja. Was will man dazu sagen? Was den Panzer ausmacht, ist so die Beweglichkeit, Tarnwert, Sichtweite und die Kanone. Wenn wir uns das nochmal angucken, hier 400 Meter Basissichtweite ist okay. Geschwindigkeit 65 km/h, voll okay, 720 PS. Für so einen kleinen Panzer, die ist echt saumobil. Also kann man nicht meckern. Nachladezeit 44 Sekunden. Ja, das ist so, da wurde die Schere schon angesetzt. Das klingt jetzt noch nicht viel, 5 Sekunden. Standardmäßig wäre die bei 39, aber es ist wirklich viel für die erfahrenen Fahrer. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, warum? Ich verstehe es einfach nicht. Badget hat hier Top Gun, hier ne, also ihr könnt mit der Seymour Kanone spielen, wenn ihr wollt, 90 mm oder die 100 mm würde ich nicht empfehlen. Alles nur Kleinscheiß. Die 105 mm auf jeden Fall Top Gun. 259 Pen auf der APC, 330 auf der Heat, 390 Alpha. Ihr habt zu wenig Munition mit, um HE mitzunehmen. Schlagt euch das gleich aus dem Kopf. Zielerfassung 2,7. Mhm, ja. Brauche ich nichts zu sagen. Genauigkeit 038. Ein französischer Russe. So nach dem Motto, sie ist wirklich nicht zum Snipen da. Also, es ist so der Kranwagen auf Entfernung der Mediums. Meiner Meinung nach. Man hat auch mal Glück, dass alle fünf ins Ziel gehen. Aber, ja, das ist eher selten. Also, im Nahkampf total tödlich. So, die fünf Schuss, die gehen dann auch in ihr Ziel rein. Aber auf Entfernung snipen ist dann schon ein Kunststück. Ja, und jetzt halt die 44 Sekunden Reload. Ja, standardmäßig wäre es bei 39 und das ist halt wirklich eklig. Also, ich meine, wir können ja mal hier kurz einen WT auf E angucken. Oh, sorry. Hier, er hat standardmäßig 60. Er hat einen Schuss mehr und einen höheren Alpha. Ja, also, ich weiß nicht. Zurzeit ist bei Wargaming sowieso, wie mir das scheint, ein bisschen was am falsch laufen. Es wäre schön, wenn sie da mal die rosarote Brille absetzen und mal wieder in die Realität zurückkehren. Aber was will man groß machen? Ich glaube, die interessiert es nicht wirklich, was wir davon halten. Zumindest nicht viel. Ich fahre die Badget mit 20 APCR, 10 Heat, Lüftung, Stabi, Optik. Für Gunhandling und Sichtweite und Reload und so und weiter und so fort. Ihr wisst schon. Ressourcen, sag ich schon. ja, Zusatzration. Großes Medkit, großes Rapkit. Ja, das war es eigentlich soweit. Entschuldigung. Ich würde sagen, wir gehen einfach in die Runden rein. So, Freunde, wir sind auf Bergpass. Standardgefecht. Und dadurch, wie ja letztens schon das schöne Thema
TVP mit dem langen Reload hatten, habe ich mir gedacht, zeigst du auch noch die Badge, die jetzt auch noch einen längeren Reload hat. Sowas macht bestimmt Spaß, dann noch zu spielen auch. Wenn der Panzer so lange nachlädt, ist es einfach nur elendig. E50, der fährt uns hier schon mal schön vor den Schuss. Ich meine, wir dürften hier eigentlich nicht groß aufgehen und müssten ja aber alles aufmachen. Außer wir schießen halt. Aber dafür konnten wir auch dem Bulldog mal eine mitgeben. Müssen wir halt jetzt hier versuchen, mal wegen hinter dem Stein zu bleiben. Dann können wir hier auch noch wegen die Spots halten. Obwohl da jetzt eh schon der Großteil eigentlich durch ist. Na, der Scout ist auch raus. Jetzt bin ich hier offen. Das kann nur der andere Scout gewesen sein. Schwierig jetzt hier auf der Map auch richtig zu agieren, in der Badget vor allem. Ja, der Gegner, der drückt jetzt halt da hinten durch. Oh, jetzt fahre ich selber gegen den Stein. Ja, du hast hier halt nicht so die Manövrierfähigkeit für einen Medium. Ist halt alles nicht so geil. Badger können wir jetzt noch eine mitgeben. Bin jetzt halt auch wirklich unentschlossen, was ich jetzt machen soll. Ich denke mal, ihr merkt das gerade auch. Weil irgendwie will ich die drei Schuss noch anbringen, irgendwie will ich aber auch nicht mit nur drei Schuss da vorne in den Kampf jetzt rein. Vielleicht versuchen den T-100 Light da noch mal eine zu verpratzen. Lass mich einzielen. Jetzt habe ich ihn zwar nur getrackt, aber kann leider jetzt auch keiner mehr drauf schießen. Okay, das ist jetzt blöd gelaufen. Unser Team ist dafür durch die Mitte gebrochen, dann versuche ich jetzt hier da einfach mal auf der Seite mitzuhelfen. Zur Not kann ich mir auch noch ein oder zwei fangen. Jetzt ist es natürlich sehr ungünstig, dass der WT gestorben ist. Ich weiß jetzt gerade nicht. Wo ist eine Heavy? Da hinten 50-100. Das ist jetzt nicht so geil. Die Batterien meines Controllers sind beinahe leer. Danke Microsoft, dass du mir das sagst. Oh, da ist auch noch ein T28 Quad. Der aber HE schießt. Zum Glück. Unsere Heavys hat es über die Brücke zerrissen. Ich muss zusehen, dass ich jetzt hier wegkomme. Ja, das ist schon wieder hier alles so mega geil. Versuche jetzt über die Brücke noch ein bisschen zu spielen. Ja, T-100 Light fährt halt direkt in Deckung. Steht ein E3, der hat auch zu mir zielt noch. Hinter mir kommt jetzt die E7. Oder nein, erstmal die Badge 12 Tonnen. Die darf rausgehen. Da ist die E7. Alla die Waldfee. Jetzt kommt hier der T-100 Light natürlich. Den ich jetzt unbedingt rausholen muss. Oh, eine Low Roll vom Feinsten. Wow. Jetzt fange ich mir wahrscheinlich gleich von der ES7 einer. Oder auch nicht.
Sie fährt weiter. Der Prot da hinten. Ach, das ist jetzt eine blöde Situation hier. Das ist jetzt echt blöd hier. Vor allem, weil ich halt auch noch so lange im Reload bin. Ey, das ist abnormal. Das 257 bleibt dort. Aber ich weiß halt auch nicht, was über die Brücke gleich kommt. Muss mir jetzt die eine fressen vom 28 Brot. Oder ich darf ihn rausnehmen, ohne eine zu fressen. Ich muss jetzt versuchen, den Kollegen hier rauszuklippen. Auf der Oberwanne. Jetzt muss ich bei der IS-7 noch helfen. Jetzt kommt hinter mir natürlich noch der Medium. Das ist nicht so geil. So, die 7 darf ich auch noch rausnehmen. Jetzt bin ich wieder erstmal in meinem Standard-PC-Reload von 39 Sekunden. Ich denke mal, der TVP wäre aufs 430U jetzt. Das Problem ist nur, da könnte ein, zwei Schuss bouncen. Eins, ja, gebounced. Mit dem zweiten angezündet, das ist natürlich sehr gut. Ah, das sollten sie dann doch hinkriegen jetzt. Oder auch nicht. Ich baue uns selber auch noch einmal. Wenn er jetzt den nicht so shielden würde, könnte ich den sogar sofort rausnehmen. Wow. 4000 Schaden und ein Krieger. Das ist jetzt nicht so viel. Aber ich denke mal, wir haben dann doch noch ganz gutes Spiel gedreht. Meiner Meinung nach das Beste, was wir machen konnten jetzt in der Situation. Ja, 18 Schuss abgegeben, 14 gepennt, 4200 Schaden haben wir gemacht. Aber ihr habt halt auch gesehen, dass dieser ewig lange Reload, der bindet euch so lange auf eine Stelle, wo ihr nichts machen könnt. Vor allem auf so einer Karte, wo ihr nicht mal wegrennen könnt. Das ist schon echt, ja, wenn wir es mal schön ausdrücken wollen, bescheiden. Haben das Beste draus gemacht, die HP bis zum Ende aufgespart, dass wir da noch den ein oder anderen Schuss fangen konnten, um da was rauszunehmen. Ja, ich denke mal, das war relativ solide gespielt und wir gehen in die zweite. So, Freunde, Polargebiet im Sommer, Standardgefecht. Und ja, wir fahren jetzt erstmal in den First Spot unten hin. Wenn der 1305 jetzt hier mal Platz machen würde, meine Herren, Alter. Diese Spotter, die nicht wissen, wo sie hinwollen. Ich kann jetzt natürlich auch schnell in die Hose gehen. Aber ich denke, ich habe es noch rechtzeitig hier reingeschafft. Sollte auch eigentlich da drüben jetzt das aufbekommen, was da crossen sollte. Das 277 kriege ich leider nicht mehr rein. Oder doch? Ah, einen Schuss durfte ich mit anbringen. Aber irgendwie hier jetzt nicht so viel erwartet habe. Da ist jetzt der Spotter oben. Ob der Knarren noch mal vorkommt, bleibt jetzt abzuwarten. Wir stehen hier eigentlich relativ safe, so dass uns hier nichts aufkriegen sollte. Haben natürlich auch keinen in der oberen Reihe. Das ist sehr ungünstig. Und das Gegnerteam hat halt auch nur TDs. Ich
ergreife jetzt mal die Initiative. Entweder das geht jetzt in die Hose. Entschuldigung. Oder es klappt. Ich gehe jetzt davon aus, dass die TDs von denen jetzt da hinten mitstehen. Okay, nee, da fährt ein E3 lang. Aber ich sollte doch die TDs da hinten jetzt aufkriegen. Dann guckt mal, was sich da versammelt hat. Hier noch der Canarin, der jetzt als letzte Bastion eigentlich für die TDs so als Schutzschild dasteht. Lol, wo ich den gepennt habe, ist mir ein Rätsel. Der Schuss ging natürlich jetzt weit daneben. So, und jetzt darf ich mich erstmal 40 Sekunden irgendwo hinsetzen. Ich versuche jetzt einfach mal hier die Spots da vorne zu halten. Auf die TDs. Damit da noch ein bisschen Schaden zusammenkommt von meiner Seite mit. Ja, von oben versuchen sie jetzt auf mich zu schießen. Der Heavy auf der B3 hat es gerade wahrscheinlich gewagt. Ja, jetzt bin ich auch nochmal aufgegangen. Den würde ich mir jetzt aber nicht entgehen lassen gerne. Ja, dann geht auch der raus. Ah, die habe ich mir jetzt unnötig gefangen. Gegen M103 habe ich jetzt zu spät gesehen, dass der frontal steht. Muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Jetzt gehe ich erstmal wieder in meinen elendig langen Reload. Aber ich sollte den Spot hier da halten können, jetzt zwischen den Büschen. Ich da oben eine ISM, die könnte man auch noch abformen. Obwohl, ja, die steht ein bisschen kritisch, das Bounce zu sehr wahrscheinlich. Ui, der E3, der ist aber sehr mutig, sage ich jetzt mal. So, dann durfte ich einen auf jeden Fall ins Dach reinhämmern bei ihm. Na, der Gegner, der macht hier halt keine großen Anstalten, sich bewegen zu wollen. M103 jetzt nochmal einer. Zweier, ein Autobounce. Bei der Badget einen richtigen Abroller hinzukriegen, das ist eher unmöglich. Der M103, der steht halt auch wirklich gut da. Ja. Die habe jetzt. Das war mir klar, dass ich die fress. Gut, die wollte ich jetzt nicht fressen, das war jetzt dumm gefahren wieder. Weil ich sehe, dass unser Team oben eh nicht mehr so stark ist. Müssen wir wahrscheinlich jetzt über die untere Seite drücken. Jetzt wollte mich der T32 da rausschießen. Aber ich gehe jetzt hier erst in meine Deckung. Jetzt, wenn ich gleich nachgeladen habe, würde ich gerne den M103 raus haben. So sieht's aus. 432-2. Jetzt würde ich versuchen, den T32 mal rauszunehmen. Allerdings wird sich das ein bisschen schwierig gestalten, dadurch, dass 432-2 noch dort steht. Oh, und der war schön daneben geschossen. Jawohl, ich wollte einen Schuss auf die Ketten provozieren. Und die Arti nimmt mich. Balanced as fuck. Aber sie wird dafür auch direkt bestraft, so gehört sich das. So gehört sich das. Jetzt ist die Frage, schafft es unser Team das jetzt noch auszuspielen? Wir haben unten Jagd-PZ, E75 und Kong, der One-Shot ist. Das sollten die eigentlich schaffen. Oben haben wir noch eine Grille.
Die sollte jetzt die IS-7 eigentlich rauskriegen. Mit Hilfe vom Zendu, jawohl. Jetzt haben die da oben noch den E3. Das ist natürlich nicht so easy. Aber den sollte die Arti machen können. Unten ist der Konk jetzt gefallen. Ah, schwierig. Schwierig, ja. Der E75 lässt sie nochmal in die Kette reinschießen mit Schaden für den T32. Ungünstig. 432-2 schießt Heat. Gut, würde ich auch nur machen. Oder ich habe meinen 432 eigentlich auch größtenteils Heat gefahren. Weil die AP scheiße ist. So, und was haben wir noch? Da unten steht jetzt noch die ISM, okay. Mal gucken, wie sich die Jungs oben anstellen. Die machen ein ganz gutes Flankenmanöver, die Grille einreihen. Der Zendu braucht jetzt gerade ein bisschen zu lang, wenn ich ehrlich bin. Der hätte sich schon viel früher bewegen müssen. Jetzt schildet die Grille natürlich den E3. Das ist auch immer das Optimale. Wow. Starkes Ding, Jungs, starkes Ding. E75 hat ein kaputtes Munilager. Das ist für ihn jetzt dann natürlich mega schwer. Ja, das war klar. Das 432 hat es gemacht. Ja, die Arti müsste jetzt immer da einen rauskriegen. Das wäre ganz optimal. Sieht es denn bei dem Zendu aus? Ja, der hat noch genug Struktur. Der hat auch noch kein kaputtes Modul. Sollten die Jungs... Wobei ich mit dem Zendu jetzt eigentlich links abbiegen würde, um dann versuchen, Hulldown zu spielen. Von unten nach oben. Ja, die Grille fährt natürlich ins 432 rein. Aber macht eine schöne Kelle auf ihn. Der Zendu müsste jetzt natürlich einen Highroll machen, um die Grille zu retten. Was macht er? Er fährt erstmal gegen den Stein. Ja, der 432 hat verschossen, die Grille hat nachgeladen, damit geht er raus. Das ist natürlich sehr gut. Die ISM, die kann schon was bouncen. Das hat mich jetzt nicht gewundert, dass der Zendu da nicht durchkommt. Ja, die Grille sollte jetzt draufjodeln und fertig ist der Lachs. Genau so sieht's aus. Natürlich hat die Kamera jetzt wieder nicht so mitgespielt. So, aber ich denke mal, wir haben unsere Arbeit gemacht. 19 Schuss haben wir abgegeben, 14 gepennt, 4.900 geschossen, 2.700 unterstützt, 710 abgewehrt. Ist halt einfach 300mm Frontpanzerung, ne? Wer kennt sie nicht, die Badger, die alles bounce. Oder viele glückliche Bouncer macht. Aber ich denke mal, ihr habt jetzt auch gesehen, was ich meine. So dieses Problem mit dem Reload einfach, das ist lachhaft eigentlich. Vor allem die PC-Spieler lachen halt dann über uns, weil... Wenn wir uns das angucken, Nachladezeit ist jetzt 44 Sekunden hier standardmäßig. Auf PC ist es bei 39 immer noch. Also das, was wir jetzt als normalen Reload haben mit Mannschaft und Zubehör und Verbrauchsgut, das haben die auf PC halt standardmäßig. Und ja, habt ihr gesehen, wenn man sich da so 40 Sekunden verstecken muss, das ist halt einfach wirklich elendig. Du kannst nichts machen, außer spotten mit der Badge dann. Hoffen, dass nirgendwo eine Flanke fällt, dass du dann noch deinen Push machen kannst, weil wenn sich dann irgendwo auf einer Seite was verschiebt, sage ich mal, unerwartet, dann geht dein Push vielleicht doch nicht auf und alles. Ja, ich verstehe es halt einfach nicht, warum da wirklich die Nerfschere angesetzt wurde. Meiner Meinung nach komplett unnötig, komplett. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet. Weil sie hat auch nicht so viel Munition jetzt mit die Badget, also das ist jetzt nicht so wirklich... Der Grund hier da wegen dem Clip-Potenzial den Reload noch so höher zu setzen, weil die ist eh nicht die genaueste. Das einzige, was sie gefährlich macht, ist halt aus nächster Nähe. Ja, aber wir alle verstehen Wargaming nicht. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen informiert. Gefallen auch, lasst ein Like da und ein Abo, ich würde mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Reingehauen.